Studium hat mir besonders gut gefallen, dass man hier halt Brücken schlägt zwischen der technischen Seite und halt auch so BWL-Themen werden ja auch noch mit thematisiert. Das Verhältnis hier an der Hochschule ist sehr familiär. Man ist hier teilweise mit den Professoren per Du. Ich mag das Umfeld hier sehr, ich fühle mich hier sehr wohl. Es ist wie so eine kleine Familie, würde ich jetzt mal so sagen. Das Studium hier ist sehr stark produktions- und prozessorientiert. Wie kann ich mit modernen Fertigungsmethoden einen eigentlich sehr alten Baustoff, der gleichzeitig aber eben aufgrund seiner Nachhaltigkeit sehr, sehr modern ist, moderne, zeitgerechte Produkte fertigen mit modernen Fertigungsverfahren? Ich denke, Holz ist der Werkstoff der Zukunft. Holz war immer der Werkstoff der Menschen. Trotzdem glaube ich, dass die Holzzeit noch kommt und dabei weniger, dass wir die Dinge alle wieder aus Massivholz herstellen werden, sondern wir werden sehr viel technische Produkte mit natürlichen Faserbestandteilen herstellen. Ich denke, das ist ein Werkstoff, mit dem wir technische Lösungen schaffen können in einem Ausmaß, wie wir sie heute noch gar nicht erahnen. Ja, die Praxisnähe des Studiengangs ist tatsächlich ein ganz wichtiger Punkt. Das fängt im ersten Semester schon an mit vielen Exkursionen zu den großen Unternehmen, weil man eben halt auch gut netzwerken kann. Ja, mich begeistert hier an der Hochschule die Zusammenarbeit einfach mit den Studenten. Ich finde, das macht wahnsinnig viel Spaß. Ich habe in meinem Alltag so viele Dinge, die ich als Designer berücksichtigen muss und die auch nicht immer nur Spaß machen und fröhlich sind. Letztendlich mit den jungen Menschen hier zusammen irgendwie über Ideen und Visionen nachzudenken, bereitet mir viel Freude. Wir haben in sehr, sehr viele Dinge Einblicke bekommen. Wir haben bestimmte Inhalte stark spezialisiert, was insbesondere den Werkstoff Holz, aber auch die Produktions- und Fertigungstechnik angeht und das Ganze gewürzt mit noch ein bisschen betriebswirtschaftlichen Aspekten. Also der Studiengang Holztechnik zeichnet sich schon durch eine gut gewählte Breite, aber auch mit einer entsprechenden Fokussierung auf ganz bestimmte Inhalte aus. Warum Holz? Das ist eine ganz einfache Frage. Holz ist warm, das riecht gut und Holz ist einfach geil.